Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorium. Space Age, das neue DLC, ist seit ein paar Stunden verfügbar und natürlich schürzen wir uns da gleich rein. Ich lasse die Settings alle mal auf Default und das Ganze auf Standard. Und dann werden wir uns da mal versuchen. Ich habe zwar so einige an Friday Facts gesehen, aber die letzten beiden habe ich bewusst ignoriert. Denn ich möchte auch noch ein bisschen Überraschung mit dabei haben, wenn wir das Ganze das erste Mal durchspielen. Und das Ziel ist effektiv, dass ich in dieser Serie das Spiel zu Ende bringe. Was immer das auch in diesem Kontext heißt. Denn so wie ich das Ganze verstehe, werden wir eine Rakete starten und das etwas früher als im bisherigen Spiel. Denn mit dem Raketenstart beginnen wir erst, denn das wird uns ermöglichen, auf andere Planeten zu reisen. Und das, wie gesagt, wird der Anfang sein. Aber typischerweise aller Anfang ist gleich. Wir werden hier uns erstmal auch die Furnace, den Ofen, den brauche ich da nicht. Kann ich nein. Wir brauchen etwas Eisen für einen zweiten Förderer. Und dann werden wir sehen. Ich denke, hier mal der Anfang, das wird alles ziemlich nach Standard ablaufen. Dann werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann hier schon sehen, da gibt es Alien-Nester. In unserer Nähe und derzeit machen wir noch keine große Verschmutzung, aber ich habe so das Gefühl, dass sich das bald ändert, denn normalerweise spiele ich auf einer Eisenbahnwelt. Und ich schaue mir vielleicht die Karte vorher an, dass wir etwas mehr im Grünen starten, was die Ausbreitung der Verschmutzung etwas minimiert. Aber wie gesagt, erstmal den ganzen Anfang. Bis wir hier so etwas in die Gänge kommen. Da hat sich doch was Interessantes getan, denn plötzlich war die erste Forschung fertig. Und das scheint schon mal ein Unterschied zu sein, denn wir haben hier die ersten drei Forschungen, die basieren nicht auf irgendwelchen Forschungspaketen, sondern auf 50 hergestellten Eisenplatten,
10 hergestellten Kupferplatten oder ein Biolab. Denn ich gehe davon aus, ja, wir können die roten Fläschchen nicht herstellen, bevor wir das nicht erforscht haben. Aber hier sind wir auf dem Weg Richtung Kupfer. Und wie ihr sehen könnt, habe ich etwas aufgebaut, ausgebaut. Ich habe also immer die Tendenz, nicht groß genug zu denken und lieber einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, bis wir dann zu dem Ergebnis kommen, wo wir hinwollen. Aber wenn wir natürlich ein paar mehr Schmelzen haben, kommen wir schneller dahin. Und da seht ihr mit Kupfer haben wir nun jetzt auch das hier fertiggestellt. Und wenn ich da ein Labor baue, dann denke ich, wenn das fertig ist, haben wir auch die Forschung für die roten Fläschchen erledigt und das alles ohne ein einziges Labor am Laufen zu haben. Und da ist es. Genau. Und ich denke, von hier an geht es dann in etwa demselben Tempo mit. Möglicherweise sind da die der Forschungsbaum, der wird sich unterscheiden, aber ich denke nicht allzu groß. Und ja, das werden wir brauchen. Aber ich denke, bevor wir da wirklich mal so richtig loslegen können mit der Forschung, da sind wir noch etwas weg, denn wir brauchen dazu ja auch etwas Strom. Wir hatten hier den ersten Besuch von ein paar Python und ich denke, wir erwidern mal diese Gastfreundlichkeit. Wir sind aus dieser Richtung gekommen und das sind ein paar mehr, als ich mir erhofft habe. Ich habe so das Gefühl, da müssen wir warten, bis ich etwas bessere Verteidigung habe. Aber es sollte nicht allzu weit weg sein. Denn hier drüben beim Wasser habe ich schon alles mal vorbereitet, was wir für die Forschung brauchen. Alles, was mir da effektiv noch fehlt, ist der Wasseranschluss. Und dann kann ich hier... Oh! Da gibt's ein paar mehr Forschungspakete als das, was wir bisher kennen. Und vielleicht, das scheint mir auch neu zu sein, dass wir die die Queue hier so manipulieren können. Vielleicht machen wir das mal so und ach ja, ich habe da auch noch eine Kiste, wo wir das überschüssige Kohle rein platzieren können. Und das sollte das Ganze etwas
am Laufen halten. Alles, was ich sicherstellen muss, bis wir da besser verteidigt sind, ist, dass wir da nicht über den Haufen gerannt werden. Ich denke, Kupfer alle. Dann machen wir hier weiter. Und ich denke, für den Anfang wird es die gelbe Munition tun. Aber genau das wollen wir vermeiden. Wir haben eine Maschinenpistole, wir haben Türme, und ich denke, damit sollte es etwas einfacher sein, hier den Alien-Nestern an den Leib zu rücken. Denn von hier aus können wir die ersten beiden Nester beschießen und haben dabei Rückendecken von den Türmen. Und im Zeitpunkt dauert es eine Weile, bis die Nester kaputt gehen. Aber wir bekommen das hin. Vielleicht brauchen wir da etwas an Munition. Und hoffentlich können wir bald Reparatur-Packs uns leisten, so dass wir die Türme und alles weitere reparieren können. Das sieht nach einer großen Menge an Aliens aus. Ich versuche die mal hier rüber zu locken. Und dann können wir hoffentlich auch das zweite Nest hier unten in Angriff nehmen. Vielleicht von einer etwas anderen Richtung. Hier aus sollte es klappen. Ich denke, wenn wir dann nur noch ein Nest übrig haben, dann sind wir auch nicht mehr so auf die Türme angewiesen, die uns Rückendeckung geben können. Aber wenn wir da die beiden Nester hier unten und das im Nordosten aus dem Weg geräumt haben, sollten wir zumindest für eine kurze Zeit Ruhe haben. Und da habe ich die erste Fabrik für die roten Fläschchen, die fast vollständig funktioniert. Diese Montagemaschine kann nicht an den Kupfer ran, aber das werden wir irgendwann auch noch hinbekommen, bin ich mir sicher. Und das wird nicht die letzte Fabrik sein, die wir für rote Fläschchen bauen, denn hier für den Anfang einfach mal was, um unsere Forschung in Gang zu halten. Und
bald wird da dann auch die grüne Forschung dazukommen. Ich gehe davon aus, die sieht ähnlich wie die rote Forschung nicht viel anders aus. Inzwischen habe ich die zweite Generation von unserer Science-Produktion hingestellt und wie ihr sehen könnt, können wir hier mit diesem Setup grün und rot produzieren. Nicht ganz optimal, denn was wir hier von Kisten noch aufs Band legen, das ist viel zu wenig, um das konstant am Laufen halten zu können. Aber je mehr Fortschritte wir machen, umso besser können wir dieses Setup verbessern. Und ich denke, grundsätzlich sollte uns das Setup hier für eine ganze Weile reichen, insbesondere wenn wir da dann mit besseren Montagemaschinen noch etwas schneller produzieren können, auch wenn wir da dann noch andere Flächenfarben haben. Aber das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Bisher fühlt sich das Spiel nicht so viel anders an, als ich mir das gewohnt bin. Aber es gibt hier und da kleine Dinge, die anders sind, die vielleicht auch ein bisschen Umgewöhnung brauchen, bis wir das wieder völlig im Blut haben. Aber ich freue mich auf das, was uns da noch erwarten wird. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!